Im Interview zusammen mit Heino Hille stellt sich Daniel Böhm den Fragen von Walter Lampe, Präsident des NSV. Daniel, das sind die niedersächsischen Staffelmeisterschaften gewesen heute Morgen. Früher bist du hier auch mitgelaufen, jetzt kommst du zurück und bist als Junioren-Weltmeister und mit 2 Silbermedaillen von der Junioren-Weltmeisterschaft zwischen deinen Skikameraden. Was ist das für ein Gefühl? Ein schönes Gefühl? Also ich muss sagen, der heutige Wettkampf hat mir sehr viel Spaß gemacht und es lag mir auch sehr viel daran mitzulaufen. Eigentlich war mein Trainer nicht so ganz einverstanden, dass ich schon wieder hier einen Wettkampf laufe, aber ich habe gesagt, das mache ich heute nach so langer Zeit. Mal wieder was auch für den Verein und hier zu Hause laufen. Es hat einfach Spaß gemacht. Und natürlich die Erfolge bei der Juniorenweltmeisterschaft waren schon schön. Ist ein gutes Gefühl jetzt. Man fühlt sich doch ein bisschen in seiner Trainingsarbeit bestätigt. Und ich hoffe, dass die kleinen Skisportler, die hier auch dazwischen sind, sich das vielleicht ein bisschen so als Anreiz nehmen und sehen, was man alles erreichen kann, auch hier im Harz. Also für uns ist das auch sehr, sehr schön, dass du mit einem solchen Erfolg für den Harz und für Niedersachsen jetzt wieder unter uns Harzern bist. Und ich denke, dass Heino, du dieses Gefühl auch teilst. Ja, das ist für uns also eine unheimlich schöne Angelegenheit ist. Also wir haben uns riesig gefreut, dass auch Daniel heute in unserer Mannschaft gestartet ist und sie souverän zum Ziel geführt hat, zum Sieg geführt hat. Und gerade auch im Jahre des 100-jährigen Jubiläums ist das natürlich ein besonderes Highlight, dass die Wundenburger Mannschaft nach 19 Jahren jetzt wieder 1988 in Andreasberg wieder Staffelsieger wurde. Ich gratuliere nochmal dem Daniel und der gesamten Mannschaft für diese großartige Leistung. Ja, ich glaube, dass du auch ein bisschen dazu beiträgst, Daniel, dass die Jugendlichen hier eine Perspektive sehen für sich, wenn sie so intensiv trainieren wollen, wie du das jetzt jeden Tag tun musst. Du zeigst ihnen, dass das zum Erfolg führen kann und hast eine gewisse Vorbildfunktion. Siehst du das auch so? Ja, es ist immer schwierig, so von Vorbildfunktion zu sprechen. Das ist für mich noch so ein ziemlich großes Wort, aber ich denke schon, dass der ganze Trainingseifer sich auszahlt und dass die anderen Jugendlichen das auch sehen und da vielleicht eine Motivation draus ziehen können. Wir haben es ja früher selber so gesehen, wenn wir die Erfolge der ganz Großen gesehen haben, dann war das für uns immer Ansporn. Und ich glaube, dass du heute diesen Wettkampf hier mitgelaufen bist, das ist schon sowas Wichtiges für die Jugendlichen, dass sie mit dir zusammen einen Wettkampf bestreiten können. Schön, dass du es gemacht hast. Und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Heino, eurem Verein auch alles Gute. Ihr habt so gute Nachwuchsarbeit und da ist noch einiges zu erwarten. Ja, wir sind stolz auf unsere Jugendarbeit. Wir haben gute Übungsleiter und der Daniel ist ja auch aus dem Verein hier herangewachsen, unter Bernd Schmidt hier trainiert und ich muss sagen, wir sind zurzeit haben wir hier 70 Jugendliche im Trainingsbetrieb und das ist also doch beachtlich für unseren kleinen Verein. Ja, ist richtig. Und Herren, über 10 Kilometer, hier siegte die Mannschaft vom Skiclub Wundenburg mit 1:09:14 mit Thorsten Münch, Arne Nothoff und Daniel Böhm, unserem Weltmeister. Ja. Kommt der Jüngste in die Mitte. Also, meinen herzlichen Glückwunsch. Hat er toll gemacht hier und der Daniel hat ja ganz groß die Mannschaft verstärkt. Wir kommen gleich noch vorbei mit und ein Pokal für die Mannschaft. Ja, einen Pokal in die Hand. Und den Elzen von mir für euch. Ja. Daniel, danke. Ja, nach 19 Jahren wieder einmal deutscher Staffelmeister. Das ist ein Ereignis im 100-jährigen Jubiläum. Das passt genau. Warte. Einmal zusammen. So.